Einen wunderschönen guten Morgen Ihnen allen. Von hier vorne aus erkennbar haben wir fast alle unsere Plätze verteilt. Ein paar wenige bekommen noch ihren Platz zugewiesen. Das heißt, wir können in Kürze mit unserem Gottesdienst beginnen, geben uns eine kurze Zeit der persönlichen Stille und dann starten wir mit dem Vorspiel. Thank you.
Wir feiern unseren Gottesdienst an diesem Himmelfahrtstag im Namen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir nehmen dieses wunderschöne Wort auf von Jesus Christus aus dem Johannesevangelium Kapitel 12. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Mit diesem Wort, mit diesem Leitwort für diesen Tag ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich sehr, Sie heute Morgen hier begrüßen zu dürfen. Schön, dass wir miteinander hier sind, hier in diesem großen Saal, kleinen Saal, wo auch immer hier in unserem Gebäude, inklusive unserer Kinder in ihren verschiedenen Räumlichkeiten. Gut, dass das auch an diesem Tag so uns geschenkt wird. Dann wollen wir natürlich auch ganz herzlich die begrüßen, die mit uns verbunden sind, auch an diesem Morgen über den Livestream oder zu einem späteren Zeitpunkt an diesen Gottesdienst noch hören und sehen werden. Gott möge sie mit uns richtig reich segnen. Wenn wir so ein bisschen auf diesen Tag gucken, dann gelten auch heute wieder die uns inzwischen ja geläufigen Bedingungen des Gottesdienstes. Wer da irgendwie unsicher ist, weil er zum ersten Mal hier in unserem Gottesdienst ist, es sind genug Mitarbeiter da, dürfen Sie fragen und die werden Ihnen freundlich Auskunft geben, was wie zu bedenken ist. Aber ich denke, die weitaus meisten wissen ja über unsere Rahmenbedingungen des Gottesdienstes in diesen ungewöhnlichen Zeiten Bescheid. Als ich Sie gerade so angeguckt habe während des Vorspiels, dachte ich weiß gar nicht, was ich mache, wenn ich Sie mal wieder ohne Maske sehe. Aber bis dahin gehen wir da so unseren Weg treu und gehorsam weiter. Ein Blick auf diesen Tag heute. Auch heute gilt, dass wir nach dem Gottesdienst uns treffen wollen um 11.30 Uhr zu unserem Outdoor-Lobpreis. Herzliche Einladung dazu, wieder auf der Terrasse vor dem kleinen Saal sich einzufinden. Und dann haben wir Zeit, unseren Gott zu ehren. Auch darüber freuen wir uns sehr. Dann weiter im Programm heute um 19.30 Uhr die Abendandacht in unserem Stream mit Norbert Rose und um 20 Uhr Jugendgottesdienst. Da wird der Open Doors Jugendtag auch hier in unserem Haus ausgestrahlt. Gruppenraum 1 und 2 besteht dazu die Möglichkeit. Der Freitag ist morgen Abend ebenfalls Jugendgottesdienst mit T-Group und um 19.30 Uhr morgen Abend laden wir Sie wiederum herzlich zu einem Gottesdienst ein. In diesem Gottesdienstformat sind wir zusammen. Wir sind ja eigentlich, wenn so das Haus normal wäre, im Rahmen unserer Himmelfahrtskurzbibelschule. Also das wäre das gewesen, was wir gemacht hätten und freuen uns natürlich sehr, dass der Referent unserer Himmelfahrts-KB, nämlich Ulrich Parzani, trotzdem kommt. Und er wird also morgen Abend sprechen, er wird am Samstagabend sprechen und kommenden Sonntagvormittag sprechen. Und diese drei Veranstaltungen laufen alle unter Gottesdienst. Also morgen Abend Gottesdienst mit Ulrich Parzani, Samstagabend Gottesdienst mit Ulrich Parzani und Sonntagmorgen 10 Uhr. Das sei Ihnen gesagt. Ja, natürlich, alle drei Veranstaltungen können Sie auch live sehen, aber eben auch präsent hier erleben. Das wollen wir nochmal zur Klarheit Ihnen sagen. So der Freitag. Am Samstag haben wir ja um 13.30 Uhr die kirchliche Trauung von Malte und Thalea Kuhlmann, Thalea geborene Rose, hier in unserem Haus. 13.30 Uhr und auch da gilt, als Gottesdienst kann man da einfach dran teilnehmen, ganz präsent hier in unserem großen Saal wird um 13.30 Uhr der Gottesdienst stattfinden und auch möglich, ihn eben im Internet mitzuverfolgen. Das ist der Samstagmittag. Der Samstagabend, wie schon gesagt, eben dann der Abendgottesdienst mit Ulrich Parzani. Der Sonntagmorgen ganz normal um 9.40 Uhr unsere Gebetszeit in Speisesaal 2 und 3, unser Gottesdienst mit Ulrich Parzani. Und am kommenden Sonntag dann eben auch unser Gebetsgottesdienst abends um 18 Uhr. Auch da wieder eine herzliche Einladung dazu und danach dann wieder das normale Programm unserer Abendandacht. Ab Montag dann weiter unsere Abendandachten und zu diesen Abendandachten wollen wir insofern Ihnen was sagen, als wir uns sehr, sehr freuen, dass wir ab kommenden Sonntag die teilweise Verwirrung über welchen Stream sendet denn die Lahö, läuft sie über unseren YouTube-Kanal, läuft sie über die Homepage der Lahö, jetzt eine gewisse technische Klärung hingekriegt haben. Also ab Sonntagabend läuft das Live-Programm alles über unsere Homepage. Ja, ganz normal, egal ob Sie im
klein oder im großen Saal stattfindet. Hat ein bisschen gedauert, bis wir da technisch alles umgestellt haben. Aber ab Sonntag ist das so möglich. Und die Dinge werden trotzdem noch in den YouTube-Kanal eingestellt. Da können Sie sie später abrufen. Aber der Stream läuft ab Sonntagabend ausschließlich über unsere LaHoe-Homepage. Sei es Sonntagsgottesdienste, sei es unser Abendprogramm, wie auch immer. Und die Aktualisierung des Abendprogramms finden Sie auf unserer Homepage und kriegen Sie auch schriftlich immer dann mitgeteilt. Hier an der Rezeption können Sie sich das mitnehmen. Wenn es dann jeweils die Ausnahme von der Regel gibt, werden wir die Ihnen sagen. Aber erst einmal freuen wir uns, dass ab Sonntag da auch eine gewisse Klärung und Ordnung dann eintritt. Dann haben wir den Hinweis auf den Dienstag. Da ist ein Seniorengottesdienst geplant mit Pfarrer Dr. Rolf Sohns. Er wird hier bei uns sein und sprechen zum Thema »Wenn die Kraft erlahmt«. Ganz herzliche Einladung dazu. Und dann haben wir am Dienstagabend in unserem Abendprogramm Daniel Muhl auf Sendung. Und wir haben ihn auch zur Bibelstunde am Mittwoch. Und da freuen wir uns drüber, dass das so möglich wird. Und ich hoffe, dass Sie jetzt so mit mir einmal die nächste Woche in aller Ruhe durchgegangen sind. Und alles, was Sie sich nicht merken konnten, finden Sie auf der Homepage, können Sie anrufen, freundliche Menschen fragen, damit Sie immer zur rechten Zeit auf Sendung sind oder hier sind oder beides oder wie auch immer, dass dieses Haus Ihnen zum Segen werden kann. Auch diesen Gottesdienst wollen wir miteinander unseren Gott ehren, indem wir miteinander Worte beten. Heute den Himmelfahrtspsalm, Psalm 47, lade Sie ein, dazu aufzustehen. Schlagt froh in die Hände alle Völker und jauchzt Gott mit fröhlichem Schall. Denn der Herr, der Allerhöchste, ist heilig, ein großer König über die ganze Erde. Er beugt die Völker unter uns und Völkerschaften unter unsere Füße. Er erwählt uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er lieb hat. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Hall der Posaune. Lob singet Gott, lob singet unserem Könige. Denn Gott ist König über die ganze Erde. Lob singet ihm mit Psalmen. Gott ist König über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Fürsten der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott gehören die Starken auf Erden. Er ist hoch erhaben. Amen. Steht fest auf einem Berg, denn du bist.
Jeden Tag mehr für deine große Liebe.
und Kraft. Alles in mir beugt sich vor dir. Du bist hoch erhoben, Herr. Ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt. Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name sei dir Herr, du bist unvergleichlich gut. Ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt. Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut. Nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Mit Fokus auf die Ewigkeit leb ich für das, was ewig bleibt, das Ziel vor Augen.
Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet hab. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich lese den Predigttext, Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 12. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg, und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Zum Gebet und zum anschließenden Lied möchte ich Sie einladen, aufzustehen. Der Herr ist aufgefahren zum Thron der Herrlichkeit, wo aller Engel Scharen zu seinem Dienst bereit, wo aller Welt Gewalten ihm zu Gebote stehen, wo er Triumph wird halten, bis wir ihn wiedersehen. O Herr, lass dein Erscheinen uns recht zur Freude sein,
und führ uns als die Deinen mit dir zur Wonne ein. Erhalt uns bis ans Ende nur deine Gerechtigkeit und selig uns vollende Kraft deiner Himmelfahrt. Vater im Himmel, wir stehen hier vor dir, um dich zu preisen, zu loben und dir zu danken für das große Vorrecht, dir zu gehören. Durch deinen Sohn Jesus Christus und seinen Heiligen Geist haben wir direkten Zugang zu dir und dürfen direkt zu dir kommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Herr Jesus Christus, du hast uns den Auftrag gegeben, anderen Menschen von dir zu erzählen und so zu leben, dass man uns abspürt, dass wir eine lebendige Hoffnung in dir haben. Lob und Dank auch dafür. Wir wollen uns von dir helfen lassen, diesen Auftrag auch auszuführen, bitten dich, dass du uns dabei hilfst. Wir danken dir, dass du uns in den vergangenen Wochen und Monaten so unglaublich treu versorgt und begleitet hast bis zum heutigen Tag. Danke, Herr. Und dadurch bestärkt können wir auch die nächsten Tage und Wochen getrost in deine Hände legen und dir vertrauen, dass du es gut und richtig machen wirst. Wir befehlen dir die Menschen an, die in Bedrängnis oder in Not sind. Auch für unsere Familien, Kinder und Enkel bitten wir um deinen Schutz. Auch für dein Volk Israel bitten wir um Bewahrung und deine spürbare Nähe bei denen, die Trost suchen. Wir danken dir jetzt für dein Wort, das du unserem Pastor Andreas Schäfer in den Mund legst, und bitten dich für ihn um Vollmacht und Freude, uns dieses Wort auszulegen. Bitte gehe durch die Reihen und segne uns und unsere Kinder und Jugendlichen im Kindergottesdienst. Ruhm und Ehre sei dir. Amen. Was ist das, wenn die
Seilbahn auf der Mittelstation stehen bleibt und nicht weiterfährt. Was ist das, wenn Sie Messer und Gabel in der Hand haben und vor einem wunderschönen Menü sitzen und nicht anfangen zu essen? Was ist das, wenn der Motor brummt und Sie sitzen an dem Steuer und fahren nicht los? Was ist das, wenn das Haus fertig gebaut ist, aber Sie ziehen nicht ein? Was ist das, wenn die erste Raketenstufe startet und dann geht's aber nicht weiter? Ach, ich könnte jetzt noch, Sie wissen das, noch x Beispiele anfügen und ergänzen. Was ist das? Das ist wie Lukas Evangelium ohne Apostelgeschichte. Das ist wie Lukas Evangelium ohne Apostelgeschichte. Das ist wie bei einem Zweiteiler, Serienfernsehen, was weiß ich, wo Sie nur Vermögen und Zeit für Teil 1 haben. Dann können Sie sich Teil 1 auch gleich sparen. Da brauchen Sie gar nicht anfangen. Denn wenn Sie gerade Teil 1 geschafft haben, sind Sie ja gefühlt am Doppelpunkt. Da geht es ja erst richtig los. Und das ist das, was uns das Lukas-Evangelium, Teil 1, das kennen Sie, Kapitel 1 bis 24, zum Ausdruck bringt. Und dann kommt nämlich Lukas-Evangelium, Teil 2. Und das ist die Apostelgeschichte. Und so taucht jetzt plötzlich an Christi Himmelfahrt der Theophilus auf. Und wir denken, was hat der denn damit zu tun? Und erinnern wir uns ganz dunkel, vielleicht auch nicht, dann ab sofort, erinnern wir uns daran, dass eben tatsächlich auch schon Teil 1 an diese Figur des Theophilus gerichtet ist. Und dass Lukas Kapitel 1, 1 fortfolgende, ganz parallel aufgebaut ist zur Apostelgeschichte 1, 1 fortfolgende. Da kommt der Theophilus für Teil 1 und hier kommt Theophilus für Teil 2 als Erstadressat und was auch immer ins Gespräch. Das heißt, wir entdecken in dem Konzept, das uns Lukas präsentiert, Lukas Evangelium Teil 1, Lukas Evangelium Teil 2, gleich Apostelgeschichte, jetzt stehen wir hier in Kapitel 1 eigentlich am Doppelpunkt. Jetzt geht's richtig los. Und das ist genau das, was Sie an diesem Tag heute im Auslegen von Christi Himmelfahrt einfach schon mal als emotionale Grundkomponente erfahren sollen. Denn dieses Himmelfahrtstag-Gefühl ist ja recht ambivalent. Manche haben überhaupt nichts mit Himmelfahrt zu tun, das wissen wir auch. Ist ja auch eine geschwierige Kiste, wenn ich keinen persönlichen Glaubenszugang habe zu Jesus Christus, sind mir ja eigentlich alle großen Heilsereignisfeste des christlichen Glaubens ein bisschen suspekt. Wenn da Gott eingepackt wird in ein Baby aller Weihnachten, wenn Gott an ein Kreuz gehängt wird, wenn Gott wieder auferstehen soll von den Toten, wenn er gen Himmel fahrt, wenn er seinen Geist verteilt, wenn er wiederkommt, das ist ja alles zentral christlicher Glauben. Wenn ich da keinen Glaubenszugang für habe, stehe ich ja vor diesen Festen so ein bisschen da. Aber wie auch immer, selbst im christlichen Bereich wissen wir nicht ganz genau, wie man sich heute Morgen fühlen soll. Also angeordnete Gefühlslage aus der christlichen Szene heraus. Angeordnete Gefühlslage ist bei manchen so, oh schade, jetzt geht er. Also Sie kriegen dann so ein bisschen dieses Bahnhofsabschiedsgefühl. Sie wissen, das kommt irgendwann, das kommt. Und ganz netter, lieber, wichtiger Mensch reist ab. Oder früher gab es auch Flugzeuge, aber heute machen wir Bahnhof. Und dann stehen Sie da und dann müssen Sie Abschied nehmen. Und dann fährt der Zug ein und er steigt ein. Der winkt mal eben noch die Wolke und dann wusch ist der Zug weg. Und dann stehen Sie da und sagen, ach wie schade, hoffentlich kommt er bald wieder. Glücklicherweise sagen ja auch dann zwei, der kommt wieder, 2000 Jahre. Okay, er kommt wieder, aber das ist dann wäre das Himmelfahrtsgefühl, boah, hatten die es gut. Und genau das ist das falsche Gefühl. Denn das empfinden Sie gar nicht hier. Sie stehen ja in Kapitel 1 von Teil 2. Kriegen Sie einen Abschwung normalerweise, rein literarisch, filmtechnisch, wenn Sie in Teil 2 am Anfang stehen? Nein, überhaupt nicht. In Teil 2 am Anfang wird gerade wieder aufgebaut. Es wird aufgenommen, was bisher gelaufen ist, um in voller Fahrt in den Teil 2 hineinzukommen. Das grundsätzliche Himmelfahrtsgefühl, das angeordnet wird fortan, das grundsätzliche Himmelfahrtsgefühl ist sehr, 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 sehr gut. Gut, dass dieser Tag endlich da ist.
Denn mit diesem Tag haben wir eine wunderschöne, klare Botschaft des umfassenden Regierungsantritts von Jesus Christus, unserem Herrn. Er regiert. Alle Lieder, alle Texte, alle Passagen, Sie können den Psalm 47 nehmen, Epheser 1 nehmen, 1. Könige 8 nehmen, was Sie auch immer wollen, oder hier den Kerntext Apostel Kapitel 1. Überall atmen Sie diese Himmelsregierung. Himmelsregierung war für uns immer schon was Faszinierendes. Aber gerade je mehr wir am Verzweifeln sind über irdische Regierungen, umso mehr beglückt uns das, dass wir als Jesus-Leute wissen, wir stehen unter Himmelsregierung. Der Himmel regiert. Und das atmet dieser Text. Oder haben Sie irgendwo einen Eindruck, dass wir in einem apokalyptischen Abschwung sind? Spüren Sie irgendwas von Melancholie, von Depressionsphase in Kapitel 1? Nein, überhaupt nicht. Sondern der Himmel regiert. Der Himmel regiert. Jesus Christus sitzt zu Rechten des Vaters und er regiert. Er kann nun aller Orten sein, sagt uns im großen Terstegen-Choral. Überall ist er in der Lage, in alle Bereiche jedes Lebens, jedes Systems, jedes Feldes hineinzuwirken. Er regiert. Das ist die Grundbefindlichkeit an diesem Tag. Wenn man das erstmal vor sich hat, dann ist das natürlich schon mal etwas sehr, sehr Zentrales. Damit steht die eine Figur, Jesus, in der Mitte dieses Tages und sie steht so lebendig und sie steht so nah und sie steht so stark da. Und tatsächlich, das sind die drei Stichworte. Also sie steht so lebendig, sie steht so nah und sie steht so stark da. Und wenn Sie mit mir in diese Welt hineingehen, die Ihnen hier präsentiert wird, dann erleben wir genau das für uns Jesus-Leute, wie lebendig und wie nah und wie stark dieser Jesus dasteht. Doppelpunkt, Kapitel 1, Teil 2 in dem großen Doppelband des Lukas-Evangeliums. Er erweist sich Ihnen als der, da haben Sie das Wort, als der Lebendige, steht das so ganz einfach da. Er erweist sich als der Lebendige. Für alle Zeitexperten, das sind ja diese berühmten 40 Tage von Ostern bis Himmelfahrt, nachher dann eben die 50 Tage von Ostern bis Pfingsten, ist alles sehr überschaubar. In diesen 40 Tagen, so lesen wir hier, erweist er sich durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich unter ihnen sehen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Er erweist sich als der Lebendige. Das ist etwas ganz Zentrales für unseren christlichen Glauben. Weil damit von vornherein immer wieder neu uns das deutlich gemacht wird, uns das in unseren Kopf, unser Herz, in unser Leben hineingepredigt, hineinverkündet wird. Wir haben es beim christlichen Glauben nicht mit einer Sache im Wesentlichen zu tun. Nicht mit einem Gedankengebäude, nicht mit einer Ideologie. Wir haben es nicht mit einem Objekt zu tun, sondern wir haben es mit einer Person zu tun, und zwar mit einer lebendigen Person. Wir haben es mit Jesus Christus zu tun, dem gekreuzigten und auferstandenen und damit lebendigen Herrn. Das ist ein riesen Unterschied, ob ich immer wieder in dieses Sachkonzept, in dieses Ideologiekonzept, in dieses Religionskonzept abdrifte, weil es mir von meiner alten menschlichen adamitischen Konditionierung so nahe liegt, oder ob ich mich auf den Boden stelle des lebendigen Christus, der mit mir ist. Das ist ein vollkommener Unterschied. Wir alle haben in uns drin, da kann man nichts machen. Das haben sie in sich drin, diesen Religionscharakter. Dann wird etwas zum Objekt. Sie bedienen ein Objekt, sie bedienen ein System, sie bedienen eine Religion. Das ist nicht christlicher Glaube. Christlicher Glaube hat es mit dem Lebendigen zu tun, der da ist, der lebt, der existiert, der das bestimmte Subjekt ist und der auf sie zukommt, immer wieder neu zukommt. Und mit diesem ganz anderen Denken geht hier Lukas uns voran. Er sagt, Jesus Christus ist der Lebendige. Er ist der Lebendige. Und indem er dieser Lebendige ist, ist er ja auch einfach da. In der Formulierung, wir kriegen das ganz schlecht hin, als ich es versucht habe zu formulieren, dann merken Sie, die haben also auch dann danach, als dann Jesus gen Himmel gefahren war, gelebt, als ob er da wäre. Aber das ist die falsche Aussage, nicht als ob er da wäre. Sie haben es quasi so gespielt, so getan, als ob. Sondern sie sind ausgegangen davon, dass er da ist.
dass er da ist, wenn sie am Himmelfahrtstag dann den Sabbatweg vom Ölberg wieder zurückgehen, dann ist Jesus in dem Sinn nicht weg. Er ist und bleibt fortan da. Er ist immer da. Er ist immer der Lebendige. Sie müssen ihn nicht erst aufwecken, aufsuchen, zu ihm gehen, verstehen Sie? So stark unsere Bildsprache da uns manchmal hilft. Er ist immer als der Lebendige, der alles Erfüllende, aller Räume, aller Zeiten, aller Wesen. Er ist da. Und das darf unser geistiges Leben natürlich bestimmen. Immer wieder neu bestimmen, auch an diesem Morgen wieder neu bestimmen. Und jetzt merken wir, das Thema vom lebendigen Jesus, das wird in Kapitel 1 sogar noch ausgebaut, in Anführungszeichen, theologisch ausgebaut, in dem nämlich schon in Kapitel 1 ein weiterer ganz wichtiger Aspekt dazukommt zu diesem lebendigen Jesus, nämlich der Wirksamkeit und der Präsenz des Heiligen Geistes. Denn hier heißt es ja, er hat sich ihn lebendig erwiesen, durch den er ihnen durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hat. Jetzt tritt also, bildlich gesprochen, zum lebendigen Jesus der Heilige Geist noch mit dazu. Dieser Geist, der fortan, denken Sie an das Pfingstfest, noch 10 Tage, der fortan in denen zu Hause ist, die an Jesus Christus glauben. Das heißt, keiner seiner Leute, niemanden ist sich selbst überlassen. Sie sind kein Augenblick, die Sie mit mir an Jesus Christus glauben, weder ohne den lebendigen Jesus, noch die Präsenz des Heiligen Geistes, der in Ihr Leben hineingezogen ist. Das wird noch mal deutlicher gesagt, indem mir nachher der Sohn ankündigt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen, denn ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Allein in unserem Text kommt 3-mal diese Nennung des Heiligen Geistes vor. Gemeinde Jesu lebt mit der Präsenz des lebendigen Gottes in Jesus Christus, dem Lebendigen, in dem Heiligen Geist, der Weisung gibt und uns wohnt. Und Sie ahnen es schon, ja tatsächlich, der alles Bestimmende ist Gott der Vater. Sie fangen an mit, von all dem, was Jesus tat und lehrte, der durch den Heiligen Geist Weisung gab, zu warten auf die Verheißung des Vaters. Sie sind noch keine 4 Verse in Kapitel 1 angekommen und schon haben Sie, bildlich gesprochen, das gesamte Gottespaket wo? Wo? In Ihrem Leben. Er ist der Lebendige. Und mit diesem Lebendigen haben wir es zu tun, mit dieser aktiven, aktuellen Regierung, die da ist. Und deswegen spielt ein zweiter Begriff eine ganz wichtige Rolle, gleich in Kapitel 1, nämlich der Begriff vom Reich Gottes. Er unterwies sie über alles, was das Reich Gottes betrifft. Wir haben ja mit dieser Vokabel, ganz unterschiedliche Schwierigkeiten und das sind so sprachliche Animositäten und mit Sprache ist ja sowieso alles unglaublich schwierig, das sind ja überall Pfützen, man kann ja kaum mehr einen trockenen Weg gehen. Und so ist auch mit dem Reich Gottes innerhalb der christlichen Szene. Wir haben in unserer deutschen Kultur natürlich ein Riesenproblem mit dem Begriff Reich. Mit Reich Gottes geht es da gerade dann noch, dann sind wir wieder halbwegs auf trockenem Boden. Aber das Wort, was da steht, meint ja doch mal was ganz anderes. Die Vokabel vom Reich, wie die ja steht, meint ja in der biblischen Sprache ein Königreich. Und da kommt der ganze monarchische Gedanke des davidischen Königtums mit rein. Das hat mit unseren europäischen Monarchien nun überhaupt nichts zu tun. Kloppen Sie das alles in die Tonne. Das hat was zu tun mit 2. Samuel 7, mit dem Thron Davids, auf dem dann der Messias, der Sohn Gottes, sitzen wird. In einem irdischen Denken gedacht, ja tatsächlich, schon deutlich vor Jesus. In einem Denken des Friedensreich des Christus hier auf dieser Erde und natürlich mit einem Denken im himmlischen Feld. Dieses Reich Gottes hat ganz verschiedene Facetten. Es geht um diesen umfassenden, aufrichtenden Herrschaftsbereich des lebendigen Gottes. Das ist gut, dass man das heute mal wieder weiß, dass wir uns vor Augen führen, dass uns das klar wird, gerade uns heute das klar wird. Der christliche Glaube ist keine private Angelegenheit, allein. Nach dem Motto, ich und mein kuscheliger Herr Jesus und dann setzen wir uns irgendwo vor einen Laptop, machen eine Kerze an und dann gucken wir uns irgendwas Nettes an und dann ist eigentlich alles gut und der Rest der Welt ist mir sowas von schnutzpiep egal. Nein! Er sprach mit ihnen über die Aufrichtung der Königsherrschaft Gottes. Das ist sein Programm. Sie haben es mit diesem
mit diesem Jesus, mit einem Lebendigen zu tun. Sie haben es mit dem gesamten Gott zu tun, mit dem auferstandenen Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater und dem, was er sich für die Welten gedacht hat. Also ich hoffe so sehr, dass Sie allein diesen Moment jetzt für sich klar kriegen, raus aus der Melancholie. Ich kann meine Taschentücher wegstecken und auch meine nach unten gezogene Mundwinkel muss ich wieder hochfahren. Ich kann auch wieder neu aus meiner Depressionsecke rauskommen. Ich kann meine Apokalyptikerbücher wieder zuschlagen. Warum? Weil ich den himmlischen Regenten habe in Jesus durch den Geist, im Willen des Vaters, dass das Reich Gottes aufrichten wird. Das ist schon mal gut. Einen lebendigen Jesus. Und dann kommen Sie mit mir an eine ganz eigenartige Passage. Die fällt uns gar nicht auf, weil wir im Deutschen das gar nicht so hinkriegen. Auch bei allem Respekt für richtig gute neue Übersetzung. Keiner kriegt es so richtig hin. Es heißt ja ganz schlicht in Vers 4, und als er mit ihnen zusammen war. Ach, ist das schön schlicht. Und als er mit ihnen zusammen war. Und wenn Sie mal in Ihre Bibel reingucken, dann kriegen Sie unterschiedliche Varianten immer vom selben. Warum? Weil das eigentlich, was da steht, diese schlichte Formulierung, die hat es echt in sich. Wir haben nämlich tatsächlich da ein sprachliches Problem. Da steht ein Wort, das heißt, das kann man im Deutschen gar nicht so richtig wiedergeben. Man hat verschiedene Übersetzungsvarianten. Am besten kann man es übersetzen, jetzt Vorsicht, am besten übersetzen, als sie zusammen Salz gegessen hatten. Jetzt brauchen natürlich Sie und ich in unserem Kulturkreis ein bisschen Zugang zu dem Ding. Als Sie zusammen Salz gegessen hatten, was ist das denn jetzt? Ganz abgesehen von Salz und Medizin, wie darf ich denn essen davon? Aber jetzt mal abgesehen davon, als Sie zusammen Salz gegessen hatten, was heißt das denn? Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Sie gehen mit mir in den Kulturkreis damals und Sie wissen, Salz, wow, Salz war, das ist und war lebensnotwendig. Aber natürlich, das war unglaublich wertvoll. Sie haben diese wunderschöne Stelle in Esra 4, Vers 14, da sagen dann Leute zum König, da wir dein Salz gegessen haben, sprich, da wir mit dir natürlich zusammen in einem Boot sitzen, das Salzessen, gemeinsam Salz gegessen haben, heißt diese wunderschöne Sprache für ganz intensive Gemeinschaft haben. Mit dem ich Salz gegessen habe, mit dem bin ich zusammen. Und zwar nicht nur mal eben kurz auf ein Meeting, mal eben kurz im Vorbeigehen, sondern mit denen ich Salz gegessen habe, das sind die mir ganz, ganz, ganz nahe sind. Joe Schulham, gestern Abend wurde ja auch erwähnt, hat einen dicken, zweibändigen Kommentar zur Apostelgeschichte geschrieben und der schreibt dann hier, dass eben tatsächlich im jüdischen Denken es diesen wunderschönen Satz gibt, wenn man mit einem Menschen 3 Maß Salz gegessen hat, dann weiß man, wer er ist. Ja, also es dauert ein bisschen. Das heißt, der Gedankengang ist, da muss erstmal was entstehen, wenn ich mit jemandem Salz esse. Das heißt, da entsteht eine Beziehung. Und dann erinnert er an dieses wunderschöne Bild aus der Patriarchengeschichte, aus Abraham, Kapitel 18. Da kommen doch diese 3 Männer, Sie erinnern sich. Abraham sitzt da im Schatten seiner Anlage, dann kommen diese 3 Männer, die stehen demütig da. Das ist ein Anklopfen, das ist das Klingeln der damaligen Zeit. Und Abraham springt auf, läuft denen entgegen, sagt, wenn ich Gnade gefunden habe vor dem lebendigen Gott, dann kommt zu mir. Er sieht quasi schon die Salzkörner. Ja? Dann kommt zu mir. Hören Sie die Sprache aus Offenbarung Kapitel 23 von unserem Jesus? Von unserem Jesus. Es ist kein Evangelisationstext zuerst. Das ist ein Text aus dem Sendschreiben an eine Gemeinde. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, dann werde ich hineingehen und Gemeinschaft, Abendmahl, Salzgemeinschaft mit mir haben und er mit mir. Und jetzt Vorsicht, Falle. Und jetzt sagen sie, ja, das war halt damals noch so und dann kam halt dummerweise Himmelfahrt. Nein, eben gerade nicht. So jetzt kann er aller Orten Salz essen. Jetzt kann er überall diese Gemeinschaft haben. Denn er sagt uns doch im Johannesevangelium Kapitel 14, wenn dann der Geist da ist, wenn diese Zeit kommt, dann wird der Vater und dann werde ich kommen, zu euch kommen. Was werden wir bei euch machen? Mal kurz vorbeigucken, rüberrauschen, winken
und sagen, ihr da unten, ihr kleinen Erdenbürger, wir sind dann schon mal im Himmel. Nein, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei euch nehmen. Ich erinnere immer wieder gerne an diese ganz starke Aussage aus dem Alten Testament von den zwei berühmten Wohnorten unseres Gottes. Der eine Wohnort ist klar, der Wohnort in seinen Himmelswelt. Und dann sagt der gleiche Text im Propheten Jesaja, und der zweite Wohnort, er wohnt in den zerschlagenen, müden Herzen der Glaubenden. Das ist der Wohnort, da wohnt er. Der ist da. Es ist etwas von dem Faszinierendsten unseres Glaubens, dass ich diese unmittelbare Gemeinschaft mit Jesus Christus haben darf. Salz essend. Ich darf einfach mal so ganz frech fragen, da können Sie damit machen, was Sie wollen. Wann haben Sie mal richtig Salz gegessen mit Jesus? Also im Sinn von, wann hatten Sie diese Gemeinschaft mit ihm? Sie können sie ja, das ist ja das an ihm, Sie können sie ja immer haben. Sie können das quasi Ihre Salzzeiten besonders planen, das ist wunderbar, Ihre Salzmenüs mit Jesus. Sie können aber auch zwischendurch so ein bisschen Salz nippen, wo Sie unterwegs sind. Sie haben immer diese Chance mit diesem Jesus, diese Gemeinschaft zu haben. Woran wird denn diese Gemeinschaft ganz besonders sichtbar? Woran wird sie denn deutlich? Gucken Sie doch hin. Da steht ja kein Salztöpfchen in der Mitte, für Sie jetzt bildlich gesprochen. Sondern was erleben Sie denn, wenn diese Salzgemeinschaft hier beschrieben wird? Sie haben miteinander Salz gegessen. Was steht denn dann da? Dann steht zuallererst da, dass er Ihnen was gesagt hat. Da steht er und er redete mit Ihnen. Und er redete mit Ihnen. Und er sprach zu Ihnen. Und zwar in einer Autorität. Die ist unglaublich wichtig zur Kenntnis zu nehmen, denn wir sind ja hier im Regierungsformat. Hier spricht der Regierende, und zwar nicht irgendeiner irdischen, durchschnittlichen Regierung, sondern hier spricht der lebendige Gott, und der gab ihnen Weisung. Und der sprach, mach das nicht und mach das doch. Und dann gab es gar keinen Ausschuss. Das stand einfach nur da. Es gab auch keine Abstimmung. Jesus und die Elf, sehen wir das auch so? Sondern das hat er gesagt, verlasst nicht Jerusalem, wartet auf den Geist, so wird's laufen. Das heißt, die salzessende Gemeinde hängt in der Gemeinschaft mit Jesus ganz intensiv, und zwar nicht nur prinzipiell, sondern im Täglichen an den Lenkungen durch die Worte von Jesus Christus, unserem Herrn. Die hätten ja ganz anderes vorgehabt. Man kann sich das ja ganz schnell vorstellen, was sie alles sich überlegt haben, was sie tun könnten. Natürlich könnten sie sagen, also in Jerusalem, das ist jetzt verbranntes Gebiet. Wir müssen uns alle wieder zurückziehen aus Jerusalem. Wir gucken mal, wo wir irgendwo eine Dependance finden, wo wir die Jesus-Überlebenden-Vereine gründen können. Wie auch immer, aber Jerusalem, Leute, das ist nicht gut. Weg. Oder sie hätten vielleicht gedacht, also scheint jetzt offensichtlich keinen weiteren Auftrag mehr zu geben. Wir hatten ja auch noch Familie, also dann ab nach Hause. Und jetzt sagt er ihnen was ganz anderes. Er sagt zuallererst, wartet. Er sagt, bleibt in Jerusalem. Und er sagt ihnen, es gibt einen Generalauftrag. Das heißt, das Merken, dass ich mit Jesus Salz esse, ist, ich habe ganz intensiv etwas zu hören. Aber das ist keine Einbahnstraße. Das ist gerade das Schöne, diesen Text. Da kommt diese berühmte Jüngerfrage. Das ist diese berühmte Jüngerfrage, da kann man allein einen Bibelkurs draus machen, wenn man wollte, keine Sorge. Ja, diese berühmte Jüngerfrage von Jesus, nämlich sie fragten ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Dieser eine Satz, da gehen ganze Denkgebäude auf, was sie sich damals gedacht haben. Und Jesus sagt nicht, hallo ihr Jünger, wie könnt ihr erstens so vermessen sein, mich etwas zu fragen? Zweitens, was habt ihr für bescheuerte Gedanken? Und drittens, warum erwartet ihr eine Antwort? Steht alles gar nicht da. Das heißt, in diesem Salzessen, in dieser Gemeinschaft, darf ich zu ihm kommen. Ich darf beten, ich darf ihn fragen, ich darf sagen, Herr, wie siehst du das? Was denkst du darüber? Sehe ich das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Bedeutet das das? Doch nicht im Sinne, dass ich meine, dass meine himmlische Regierung alles abhaken muss. Wo kommen wir denn hin? Oder alles gutheißen muss, aber auf gar keinen Fall. Obwohl, schön wäre es schon. Ich habe gute Ideen. Und ich mache ja auch gute Vorschläge. Und wer kann so gut denken wie ich?
Merken Sie, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Also muss ich damit rechnen, dass die Antwort auf meine Frage ganz anders ausfällt, als ich sie gestellt habe. Nicht, weil sie falsch wäre, was ich gefragt habe, sondern weil die Dinge, die jetzt dran sind, aus der himmlischen Regierungsanlage heraus ganz anders eine Antwort finden. Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Ach, was ist das für eine gute Jüngerfrage? Schön wäre, wenn solche Fragen wieder gestellt würden. Denn wenn solche Fragen gestellt würden, würde das bedeuten, dass die, die diese Frage haben, heilsgeschichtlich denken. Das wäre ja schon einmal das Erste, was in dieser Frage drin wäre. Denn hier steht ja etwas drin von Zeiten, von Abläufen, von einem planenden Gott, dass ich also einen planenden, konstruktiven, zielführenden Gott habe, den ich fragen kann, was steht denn im Masterplan? Ist das richtig? Kommt das jetzt schon? Wenn solche Fragen gestellt würden, heute wieder mehrheitlich gestellt würden von denen, die glauben, dann würden sie davon ausgehen, dass Israel eine ganz entscheidende Rolle in diesem Heilsgeschehen spielt. Das ist ja ganz aktuell, etwas ganz, ganz Wichtiges zu begreifen. Dieses Volk ist eben nicht ein Volk wie alle anderen Völker. Es hat eine ganz besondere Berufung in den Plänen dieses lebendigen Gottes. Nicht nur als dem Ort, in dem der Messias geboren wurde, sondern auch in Bezug auf das Wiederkommen von Jesus Christus spielt dieses Volk und in der Aufrichtung des Friedensreiches Christus eine ganz entscheidende, wesentliche Rolle. Wer so fragt, der würde zum Ausdruck bringen, dass es natürlich auch eine ganz bestimmte Leitfigur gibt. Nämlich, dass es hier heißt, Herr wirst du. Die geschichtliche Leitfigur, stell dir das mal vor. Das ist doch ganz wichtig für uns miteinander. Die geschichtliche Leitfigur, der das System bestimmt, Schwestern und Brüder, der das System bestimmt, sitzt auf dem Thron zu Rechten des Vaters. In allen Details, in den großen Linien, in dem Sichtbaren, Unsichtbaren und auch in Ihrem und meinem kleinen persönlichen Leben. Wir müssen das immer wieder uns glasklar sehen, sonst machen wir uns zu Gefangenen der untergeordneten Abteilungen. Der bestimmt, ist das große Du von Jesus. Du hast das Sagen. Du weißt Bescheid. Und dann wirst du manches mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen wollen. Und ich krabbel noch ein bisschen rum und kuschel noch ein bisschen. Und Gott sagt, es gebührt dich jetzt nicht zu wissen. Das ist natürlich für so einen klassischen Menschen im 21. Jahrhundert ein echter Klops, nicht wahr? Dass mir irgendjemand meint, ich sollte etwas nicht wissen. Doch, Gott sagt, bestimmte Dinge gibt es nicht zu wissen. Aber was es zu wissen gibt, ist, es gibt einen Auftrag. Es gibt einen Auftrag. Und dieser Auftrag entspricht dem Plan. Und dem Plan zieht dieser Gott absolut durch. Haben Sie Zeit gehabt, Salz zu essen mit ihm? Salz zu essen mit ihm? Dass Sie... Dass Sie das wieder merken, so nah ist er Ihnen, dass er mit Ihnen das Heute und das Morgen durchsprechen will, dass Sie auch mit Ihren Fragen zu ihm kommen können, dass er Ihnen Antwort geben will. Er ist lebendig und er ist unglaublich nah. Und er ist stark. Natürlich ist er stark. Er ist aber dann, das wird ja typisch Bibel, so unglaublich schlicht beschrieben. Wir hätten das ja ein bisschen mehr ausgemalt. Ja, wie da so eine Atmosphäre umkippt und wie da so eine Wolke anfängt zu entstehen. Dann kann man noch die Bildeinstellung unterschiedlich machen. Vielleicht können wir noch ein bisschen Akustik dazu bringen. Und es heißt einfach nur, er wurde vor ihren Augen aufgehoben und eine Wolke nahm ihn weg. Ist sehr, sehr, sehr dürftig für unseren Geschmack. Der Vorgang selber wird sehr überschaubar beschrieben. Was viel mehr beschrieben wird, werden die zwei Typen, die dann dastehen. Boten aus der Welt Gottes. Und diese Boten aus der Welt Gottes, die zeigen, wie stark dieser Jesus ist. Was ist die Stärke von Jesus? Hören Sie allein diese für uns so ungewöhnliche Anrede. Ja, vielleicht können Sie es dann wirklich merken. Sie haben den Theophilus drauf, Sie haben das Salzessen drauf und Sie haben die Formulierung, ihr Männer von Galiläa. Kann man die nicht anders ansprechen? Kann man nicht sagen, ihr zukünftigen Apostel der Gemeinde Jesu Christi,
ihr Säulen der Ekklesia, ihr Träger des Wortes Gottes, werden doch so ein paar draufdrücken drauf. Ihr Männer von Galiläa. Und verstehen Sie, da kriegen Sie etwas mit von der Stärke. Da kriegen Sie was Wunderschönes mit von der Stärke. Denn diese Männer von Galiläa, das waren sie ja. Das waren sie ja. Und sie sind auch nachgefolgt dem Mann aus Galiläa. Sie sind nachgefolgt dem Mann aus Nazareth. Und genauso, mit der Anrede, das müssen Sie mal vergegenwärtigen, mit der Anrede, ihr Männer von Galiläa, steht das gesamte Jesus-Programm vor diesen 11 Männern auf. Mit diesem einen Satz steht das ganze Heilsprogramm vor diesen Männern auf. Stellen Sie sich so einen Petrus vor, so einen Mann aus Galiläa, der jetzt angesprochen wird, angesichts dessen, dass sein Herr einen Regierungsantrittstermin ihm offenbart. Und dann spricht ihn dieser Engel an mit: Du Mann aus Galiläa. Dann zieht sich dieser Petrus, wie er damals aus der Johannesjüngerschaft durch seinen Bruder Andreas hineingerufen wurde und zum ersten Mal Jesus gesehen hat. Jesus erlebt hat. Und dann können Sie mit mir jetzt bibelkundlich, wenn Sie wollen, alle die vielen kleinen Facetten durchgehen, die dieser Petrus erlebt hat. Unglaublich! Du Mann aus Galiläa, weißt du es noch? Auferweckung der Tochter Jairus, weißt du es noch? Berg der Verklärung, weißt du es noch? Speisung der 5000, weißt du es noch? Und das alles ist ja so reich, so schön. Und bin ich falsch drin? Und doch so nebensächlich gegenüber dem, weißt du es noch? Petrus, weißt du es noch? Wie du ihn verleugnet hast? Weißt du es noch, wie du ihn am Kreuz hast hängen sehen? Weißt du es noch, wie verzweifelt du am Karsamstag war? Weißt du es noch, wie du mit Johannes zum Grab gerannt bist? Weißt du es noch, wie du mit ihm in Galiläa am See Genezareth standst? Weißt du es noch, wie der Mann dir gesagt hat, weide meine Schafe? Weißt du es noch? Mann, ist er stark. Ihr Männer von Galiläa, das stellt für uns das ganze heilvolle Erbarmen hinein, dass wir dürfen mit dem Mann aus Galiläa sein. Er ist in derselben Identifikationsgruppe wie wir. Er stellt sich nicht extra. Er, der Mann aus Galiläa, ist gleich mit den Männern und Frauen aus Galiläa, von denen, die des Glaubens sind. Die Männer von Galiläa mit dem Galiläa verbunden. Das ist stark. Anders können wir gar nicht leben. Anders können wir nicht leben. Seine Stärke, unsere Stärke ruht darin, dass wir mit dem Starken verbunden sind. Dass wir unseren Platz haben bei dem Mann aus Galiläa, bei dem Gekreuzigten, bei dem Auferstandenen, bei dem mit seinem Erbarmen. Und diese Männer sagen nun, dass es eben dieses ganz besondere Programm gibt, dieses Programm, an dem sie teilhaben. Ihr werdet meine Zeugen sein und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann gehen die tatsächlich, dann gehen die dieser Zusage los. Ihr werdet meine Zeugen sein. Was ist das eigentlich? Ihr werdet meine Zeugen sein. Tiberius hat in seiner großen Auslegung zur Apostelgeschichte den Satz so super formuliert. Er sagt nämlich, er sendet uns aus im Indikativ. Er sendet uns aus im Indikativ, das möchte ich Ihnen gerne erklären. Er sagt nicht, seid meine Zeugen. Er sagt auch nicht, ich erwarte, dass ihr Zeugen seid. Er sagt, ihr werdet es sein. Wow. Das wird das Thema sein. Sie wissen fortan, was das Thema ist. Wenn Sie in dem Thema sind, sind Sie nicht drin. Das ist das Thema der Ekklesia, das ist das Thema der Gemeinde. Bis wann? Bis er kommt. Seid meine Zeugen. Auf unterschiedlichste Weise. Unterschiedlichste Weise. Aber das ist das Thema. Der Indikativ. Das wird sein, sagt der Regierungschef. Das wird sein. So. Also er stellt uns hinein in diesen Galiläa-Kontakt. Er stellt uns hinein in diesen Indikativ. Und er sagt so wunderschön, damit kann man natürlich einzigartig das Ganze beenden. Hallo, ihr Galiläer.
die von damals und alle Galiläer seitdem bis heute in den großen, kleinen Saaterlangen, Steinbacher Höhe inklusive Livestream und alles, was dazu gehört. Hallo, ihr Galiläer aller Zeiten. Dieser Jesus wird, der wird wiederkommen. Das heißt, in dem Moment, wo Jesus seinen Regierungsantritt dokumentiert und sein Personal uns diese Botschaft des Himmels mitteilt, läuft die Uhr ab. Die Uhr läuft. Schwestern und Brüder, die Uhr läuft. Hören Sie es ticken. Die Uhr läuft. Er hat das gesagt. Er hat sich gebunden mit seiner Person. Er hat sich gebunden mit seiner Person. So wird er wiederkommen. Seine Füße werden stehen, lesen wir Sacharja, auf dem Ölberg. Er wird es machen. Er wird es machen. Das heißt, verstehen Sie das? Jedes kleine Galiläerleben rennt auf den großen Galiläer zu. Okay? Jedes kleine Galiläerleben rennt auf den großen Galiläer zu. Und wenn Sie jetzt sagen, ich renne doch gar nicht mehr. Bin ja froh, wenn ich mit meinem Rollator noch vorankomme. Wenn Sie sagen, nein, ich kann nicht mal mit meinem Rollator, ich liege ja nur noch. Und was mache ich schon? Und wer bin ich schon? Oder wenn Sie sagen, ich bin ja wie auf dem Abstellgleis. Und ich habe den Eindruck, ich drehe nur noch meine Kreise. Dann hören Sie das aus der Botschaft, aus der Regierungszentrale des Lebendigen. Er und mein kleines Leben läuft auf den Galiläer zu. Jeder Tag, jede Stunde sagt uns dieser Galiläer, da ist deine Zukunft. Und du läufst mit jedem Tag deines Lebens einen Tag auf den Galiläer zu. Das gibt jedem christlichen Leben, wenn man das verinnerlicht, einen ganz anderen Grundgeschmack. Ich laufe mit und ohne Maske. Mit Einschränkungen und ohne Einschränkungen. Auf den Galiläer zu. Ich laufe, wenn mir das ganz leicht und locker scheint, wenn das quälend und schwierig und nervtötend ist. Ich laufe immer auf den Galiläer zu, indem sie in Christus eingestiegen sind, in diese Gemeinschaft. Läuft ihr Leben auf den Galiläer zu. Und wenn ich das habe, dann ist über diesen Tag ein aufrechter Gang, eine große Freude, ein gesundes Selbstbewusstsein, eine in Christus gehaltene Persönlichkeit. Und dann wissen wir miteinander, wir wissen das miteinander, dass unser Jesus so lebendig, so nah und so stark mit uns ist. Ich möchte gerne mit Ihnen beten. Herr Jesus Christus, seit 2000 Jahren bete dich deine Gemeinde an auf dem Thron zu Rechten des Vaters. Wir preisen dich darüber über all das, was in diesen Zeitläufen geschehen ist, wie viele, unendlich viele Menschen von dir hineingerufen wurden in diese rettende Gemeinschaft. Wir danken dir dafür, dass dieser Spannungsbogen der Zusammenstellung deiner Gemeinde vor unserem inneren geistlichen Auge entsteht. Was hast du getan? Danke dafür. Danke, dass du uns an diesem Morgen in diese Himmelsregierungsluft hineinnimmst, dass du uns rausholst aus unserem Mief, aus unseren kleinkarierten, depressiv-melancholischen Welten und uns auf diesen Boden stellst, auf den Boden des Evangeliums. Danke, dass du so lebendig bist. Verzeih, wo wir dich so vermodern ließen in unserem Religionskopf.
Danke, dass du so nah bist. Verzeih, wo wir das Wohnrecht dir bei uns verweigert haben. Danke, dass du so stark bist. Verzeih, wo wir es meinten, aus eigener Kraft es tun zu müssen. Du, Herr Jesus, du König, du Regent, du Herrscher, du Haupt, du Retter. Du Gott, wir beten dich an. So nah, so lebendig, so stark. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz und hören Sie mit mir auf Fortsetzung dieses großen Himmelfahrtsliedes: Jesus Christus herrscht als König. Wir stellen uns unter den Segen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist, Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen. Und du Chor vor seinem
Und Jesus redete mit ihnen über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Wie wäre es, wenn das auch das wieder unser Hauptthema werden würde, unser Schwerpunktthema im Gespräch mit ihm, untereinander und mit anderen. Sein Reich, seine Herrschaft, seine Macht, die Ewigkeit, der Himmel. Gott segne Sie. Auf Wiedersehen.